Mahlzeit Leute, Kraft90 Gaming ist am Start. Heute mit einem kleinen Update-Video, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar geht es um das Software-Update 8.0 von der PlayStation, das seit gestern, dem 14.10. raus ist. Ich persönlich hatte damit Riesenprobleme. Einige von euch haben auch geschrieben, die hatten auch Probleme, jetzt nicht so krass wie ich. Aber ihr konntet zum Beispiel, oder die konnten zum Beispiel keine Party-Einladung schicken, beziehungsweise überhaupt keine Party machen. Ihr konntet, oder die konnten nicht sehen, welche Freunde gerade online sind und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt schon gefixt ist. Bei dem einen oder anderen hat es wohl sich also schon erübrigt und erledigt. Nur ich hatte ein ganz anderes Problem. Und zwar, ich habe gestern ein Update gemacht, wollte danach den Stream starten. Das Update hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe gedacht, komm, machst eben das Update. Dann startet der Stream vielleicht 10, 15 Minuten später. Arschkarte, bei mir ging gar nichts. Ne? In dem Moment, wo ich das Update geladen habe, stand da drin, dass danach die Konsole natürlich automatisch wieder neu gestartet wird. Ich habe dann irgendwas am Handy gemacht oder so. Habe gedacht, komm, mach das Update. Habe dann irgendwann gemerkt, die Konsole ist gar nicht angegangen. Und das fand ich schon komisch. Dann habe ich die Konsole angemacht und dann hatte ich auf einmal die Fehlermeldung. Ein Fehler ist aufgetreten, in Klammern SU30746-0. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ist gerade ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, das war der Fehlercode. Dann wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, weil ich konnte nicht mit X bestätigen, auch nicht mit Kreis auf zurückgehen. Ich konnte nichts machen. Ich habe den Controller versucht, mit dem Kabel anzuschließen. Der hat einfach den Controller nicht erkannt. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich habe die Konsole vom, also den Netzstecker abgemacht, komplett einmal die Konsole vom Strom weggemacht, habe die dann wieder gestartet, habe wieder dieselbe Fehlermeldung gehabt und dann ist mir eingefallen, ich versuche die mal im abgesicherten Modus zu starten. Und beim dritten Versuch hat es dann auch endlich geklappt. Ihr müsst, wenn ihr den gleichen Fehler habt, also wenn eure Konsole nicht neu startet und ihr die Fehlermeldung bekommt, dann müsst ihr die Konsole ausschalten. Dann haltet ihr den Power-Knopf gedrückt, dann piepst sie ja einmal. Ihr haltet aber so lange gedrückt, bis sie zum zweiten Mal piepst. Und dann seid ihr im abgesicherten Modus. Dann habt ihr da die Möglichkeit nochmal das Update zu laden oder zu installieren. Da gibt es aber drei Möglichkeiten. Einmal vom USB-Stick laden und noch irgendwie eine Möglichkeit, keine Ahnung. Ihr wählt auf jeden Fall die Möglichkeit, Update übers Internet zu installieren. Das Ganze musste ich dreimal machen. Beim dritten Mal hat die Konsole auch von alleine ist sie dann angegangen und ja, dann hat es endlich funktioniert. Also wie gesagt, das Update ist die größte Katastrophe. Also das schlimmste Update, was es je gab, meiner Meinung nach. Wie gesagt, viele haben auch im Discord geschrieben und auch bei anderen in die Kommentare. Und ich habe gedacht, ich mache dazu mal ein kleines Video, falls ihr jetzt auch verzweifelt seid und nicht wisst, was ihr machen sollt. Also im abgesicherten Modus hat es bei mir beim dritten Mal funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch geklappt hat, welche Fehler ihr alle hattet und ob ihr wieder zocken könnt. Ich würde mich natürlich an der Stelle freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet und natürlich ein Abo für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Ich wünsche euch alles Gute. Haut rein, euer Kraft. Ciao. Better watch your friends, they quick to turn the odds.